Ja, wir blicken auf eine neue Heimspielwoche, auf das nächste Spiel gegen Hansa Rostock. Wir tun das heute mit Maurice de Wiel, unserem Angreifer im Winter neu dazu verpflichtet. Bevor wir das tun, Maurice, nochmal ein Rückblick auf unser letztes Spiel beim SV Darmstadt 98. 1-1 haben wir gespielt. Wie hast du die Partie gesehen, wie hast du sie erlebt? Also ich fand, war eine sehr interessante Partie. Am Anfang hatten wir Schwierigkeiten reinzukommen. Die Wucht von Darmstadt war schon relativ groß am Anfang und wir mussten uns dann erstmal einstellen auf das, was dann doch auf uns zugekommen ist, weil die doch ganz anders gespielt haben, wie man sie erwartet hat. Viele Umstellungen. Und dann denke ich aber, dass wir so nach 30, 35 Minuten gut ins Spiel gefunden haben, mehr zu Offensivaktionen gekommen sind und dann am Schluss dann noch den Ausgleich erzielen konnten, worüber wir tierisch glücklich sind und die Serie weiter aufrechterhalten können. Mit den 7 Spielen, wo wir jetzt nicht verloren haben, und wir sind überglücklich, dass wir da noch einen Punkt holen konnten beim Tabellenführer. Wie hast du dein eigenes Spiel gesehen? Du bist reingekommen, so etwa 20, 25 Minuten vor Schluss und hast da nochmal mit Schwung reingebracht. Wie hast du da deine Aufgabe auch gesehen? Was hat vielleicht der Trainer auch vorher noch zu dir gesagt in so einem Spiel, wo es ja knapp zugeht? Ja, ich denke, er hat mit Ahmed und mir, wir sind gleichzeitig reingekommen in der 75. Minute, glaube ich. Wir sollten einfach noch mal für Wirbel sorgen, noch mal vielleicht für ein bisschen Schwung sorgen für vorne, dass wir noch ein Tor machen, gut anlaufen, die Gegner gut stören und Bälle festmachen oder mit dem Kopf verlängern, was ja so mein Spiel, also meine Sache so ist. Das hat auch ganz gut geklappt und ich glaube danach mit Ahmed, der das Tor gemacht hat, sind wir überglücklich und haben wir ein gutes Händchen gezeigt und ja, deswegen bin ich sehr zufrieden damit. Wenn das Spiel noch länger geht, wer weiß, was dann passiert. Es ging dann nämlich hin und her. Am Schluss, die Darmstädter waren auch jetzt nicht mehr ganz auf der Höhe, hatten natürlich noch die Chance nach dem 1-1. Aber ich glaube, das Spiel war so offen, wenn das noch länger geht, dann wäre alles möglich gewesen. Seit deinem Wechsel im Winter hast du 6 von 7 Spielen für uns bestritten in den vergangenen Wochen. Wie zufrieden bist du mit deiner bisherigen Bilanz hier? Die Bilanz der Mannschaft mit 7 Spielen ohne Niederlagen, die stimmt in diesem Zeitraum. Wie siehst du deinen eigenen Anteil daran? Ich hätte das nicht erwartet, bin ich ehrlich, also als ich kam. Mir war schon ganz klar bewusst, wie meine Rolle ist und wie ich jetzt hier stehe. Ich bin ja von der dritten Liga gekommen, wo ich nicht immer gespielt habe, was mir auch vollkommen bewusst war, was mir aber auch auf der anderen Seite völlig egal war, weil es eine neue Situation ist, neuer Verein, neue Chance und das Training entscheidet und ich glaube, dass ich immer Gas gegeben habe und mich das auch auszeichnet, dass ich mich einfach einsetze für die Mannschaft und ich will, dass die Mannschaft gewinnt. Mir ist egal, ob ich ein Tor schieße oder sonst irgendwas und das hat man, glaube ich, auch gesehen auf dem Platz. Das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle und ich glaube, das konnte ich der Mannschaft auch mitgeben und vielleicht ein bisschen einimpfen, was ich so mitgebracht habe von mir aus, dass wir uns zusammen freuen, dass wir eine Mannschaft sind, dass wir mit den Fans uns zusammen verbinden. Und ich glaube, beim letzten Spiel hat man es auch gesehen, wir haben mit den Fans den Punkt gefeiert. Ich glaube, das war auch zuletzt hier nicht so der Fall, dass man das so gemacht hat. Und da versuche ich dann immer zu motivieren und auf dem Platz alles zu geben. Und wenn dann das erste Tor kommt oder Vorlage oder was auch immer, dann bin ich natürlich glücklich darüber, aber für mich spielt nur der Klassenerhalt eine Rolle. Der Rest ist mir wirklich egal. Hast du denn Unterschiede gespürt zwischen der dritten und der zweiten Liga direkt? Das ging ja alles sehr, sehr schnell. Du hast auch dein erstes Spiel sehr schnell nach deinem Wechsel bestritten. Was sind da so die Hauptunterschiede, die du gemerkt hast? Es wird sauberer gespielt. Also oft, du hast viele Spieler, die dann doch noch eine höhere Qualität haben. In der dritten Liga passieren schon viele Fehler, viele Abspielfehler, dann langer Ball da, Stoppfehler hier. Hier ist das schon wesentlich weniger als in der dritten Liga. Und damit hatte ich aber so keine Probleme, weil ich das kenne von der Nationalmannschaft, wo viele auch in den ersten Ligen spielen, auch in der Bundesliga spielen. Deswegen hatte ich da wenig Anpassungsprobleme und das war auch mein Vorteil, den ich hatte, jetzt als nur in Anführungszeichen Drittligaspieler in die zweite Liga zu kommen. Dass ich da meine Erfahrungen jeden Monat mache, jetzt auch nächste Woche, wenn ich zur Nationalmannschaft fahre, das war dann schon sehr positiv für mich. Und deswegen ist das jetzt nicht so die Riesenumstellung gewesen.
Ja, bevor es wieder zur Nationalmannschaft in Luxemburg geht, deiner Nationalmannschaft, steht jetzt noch das Spiel gegen Hansa Rostock an am Samstag. Was erwartest du da für ein Spiel? Es ist ja irgendwo ein Duell jetzt auch auf Augenhöhe. Beide Teams sind ganz gut drauf. Ja. Auch Rostock hat zweimal gewonnen zuletzt. Wie gehst du das Spiel an, beziehungsweise wie blickst du dem Spiel entgegen? Also ich kenne einige, die bei Rostock spielen. Ich habe letztes Jahr gegen Rostock gespielt. Immer sehr eklige Truppe, sehr kampfbetont, sehr läuferisch unterwegs und wollen so mit dem Kopf durch die Wand. Und das muss man einfach durchbrechen bei denen. Man muss ihnen einfach diesen Willen brechen, den die haben. Und ich glaube, dazu sind wir sehr in der Lage. Und die werden sich noch wundern, wenn sie hinkommen, dass sie dann auf große Gegenwehr stoßen werden. Und wir werden natürlich alles dann daran versuchen, dann die 3 Punkte zu holen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das schaffen. Perfekt, vielen Dank. Dann gehen wir es an und freuen uns. Dankeschön, Maurice.